Frau Bischöfin Hofmann, Herr Bischof Gerber, Sie waren am Pfingstmontag von Marburg, der Elisabethkirche, zur Stiftskirche nach Amöneburg gepilgert. Warum haben Sie sich auf den Weg gemacht? Uns war es wichtig, Menschen zu begegnen, die jetzt nochmal besonders von der Pandemie herausgefordert sind. Und es hat sich einfach angeboten, diese beiden Kirchen, die für unsere beiden Konfessionen eine wichtige Bedeutung haben, die Elisabethkirche in Marburg und in Amöneburg, dann nochmal der Ort, wo Bonifatius seine Mission hier in der Region angefangen hat. Der Ursprung dieser Idee war die Tatsache, dass der ökumenische Pfingstmontagsgottesdienst auf dem Hessentag, den wir heute in Fulda gefeiert hätten, abgesagt worden ist. Und dann haben wir uns überlegt, im Jahr der Ökumene Pfingstmontag nichts machen, ist irgendwie blöd. Und gleichzeitig haben die ganzen lokalen Arbeitsgemeinschaften der christlichen Kirchen ja ihre eigenen Gottesdienste geplant. Da wollten wir jetzt nicht irgendwo reinfuhrwerken. Und dann ist die Idee entstanden, wir gehen zusammen pilgern. Das ist Corona-tauglich. Das kann man auch bei höheren Inzidenzzahlen noch machen und kann dabei dann eben im gebotenen Rahmen Menschen begegnen. Uns war es wichtig, Menschen zu begegnen, die ganz viel so eben der Kleinarbeit tun, von denen man oft nicht so viel hört. Menschen in der Pflege, Menschen, die jetzt Studierende sind, die eben schauen müssen, wie sie ihr Studium organisieren. Wir hatten sehr beeindruckende Begegnungen mit ausländischen Studierenden, für die das nochmal eine eigene Herausforderung ist, wenn sie sehr weit weg sind von zu Hause. Wenn gerade dann, wenn ein Familienmitglied jetzt an Corona erkrankt ist oder sogar stirbt, sie da kaum irgendwie direkten Kontakt aufnehmen können. Und auch Studierende zu hören, bei denen auch zu Hause politisch einiges an Spannungen da ist, vor allem auch Studierende aus dem Nahen Osten. Gab es denn heute Begegnungen, die Sie besonders beeindruckt haben, die Sie nochmal neu ins Nachdenken bringen und wo Sie sagen, Mensch, da müssen wir als Kirchen reagieren? Also ein Punkt ist sicher die Begegnung mit Pflegekräften, die sagen, uns laufen jetzt nach 15 Monaten Pandemie die Pflegekräfte weg und die Situation wird einfach immer schwieriger und die auch wirklich um Unterstützung bitten und sagen, macht die Verantwortlichen darauf aufmerksam, hier ist ein riesiges Problem, wir lieben unsere Arbeit, wir machen eine wichtige Arbeit, wir machen eine sinnvolle Arbeit, aber wir brauchen einfach mehr Menschen, die diese Arbeit machen und dazu müssen sich die Rahmenbedingungen von Pflege ändern. Das haben wir heute an verschiedenen Orten sehr deutlich und auch sehr eindrücklich gehört. Das meinen die Rahmenbedingungen, Stichwort gerechte Bezahlung, das meint aber auch die gesellschaftliche Akzeptanz. So ein Wort, was uns heute sehr beschäftigt hat, war, zuerst haben die Menschen für die Pflegekräfte geklatscht und anschließend bekamen die Pflegekräfte die Klatsche. Auf dem Hintergrund der Spannungen, die es immer wieder gibt, wie geht es mit dem Zutritt von Angehörigen in Pflegeheim, wo kommen hier Pflegekräfte auch an Grenzen? Und da geht es einfach darum, uns ist es wichtig, dafür zu werben, für die gesellschaftliche Akzeptanz, in welchen Herausforderungen Pflegekräfte stehen, was es heißt, unter diesen Bedingungen Pflege zu gestalten und da auch nochmal darauf Rücksicht zu nehmen, zu sagen, ja, das ist eine Herausforderung und das ist wichtig, das so anzunehmen. Ein Punkt, der mich noch sehr beschäftigt hat, ist die Frage, wo können Pflegekräfte auch die Erfahrungen, die sie in der Pandemie gemacht haben, verarbeiten? Welche Möglichkeiten gibt es, sich die Bilder, den Kummer, die Sorgen, die Belastung auch von der Seele zu reden? Das war ein Thema und es ist ein Thema, was uns auch als Kirchen weiter beschäftigen muss. Wo bieten wir Menschen Gelegenheiten, die Erfahrungen der Pandemie zu verarbeiten und ins Gespräch, auch in den Austausch miteinander zu kommen, um diese Erfahrungen zu verarbeiten? Ich hatte auf einer Wegstrecke ein langes Gespräch mit einem der Klinikseelsorger. Wir haben ja einen systemischen Ansatz, das heißt, dass wir Klinikseelsorger verstehen als Dienst, nicht nur an den Patientinnen und Patienten, sondern auch an den Pflegenden, an den Angehörigen. Und das zeigt sich jetzt nochmal in der Pandemie, wie wichtig das ist, wie auch Seelsorgende hier sehr ernst genommen werden von den Teams, die in den Kliniken arbeiten. Und da passt es, glaube ich, sehr gut, dass wir jetzt eine ökumenische Rahmenvereinbarung getroffen haben, wie wir Klinikseelsorge verstehen, da auch wechselseitig das als einen gemeinsamen Dienst verstehen. Sie sind diesen Tag gepilgert. Das waren jetzt die Gespräche, über die wir gesprochen haben, von denen Sie geantwortet haben, was ich sehr, sehr spannend fand. Aber was bedeutet, dass man das mit einem Pilgern verbindet?
Für mich bedeutet Pilgern auch mit dem Unerwarteten zu rechnen. Das macht für mich sehr stark meinen Zugang zum Pilgern aus. Begegnungen, die ich so nicht erwartet habe. Ich wusste, es kommen verschiedene Begegnungen, aber für mich bedeutet Pilgern auch so die Offenheit, mir da auch nochmal neu was mitgeben zu lassen, was ich nicht schon erwartet habe. Mir den Horizont weiten zu lassen, so wie wir auch andere Landschaften gesehen haben. Und ich glaube, das braucht unsere Gesellschaft dringend immer wieder so Erfahrung, dass wir uns in Begegnungen den Horizont weiten lassen, jenseits dessen, was wir immer schon denken und glauben. Für mich ist der Unterschied zum normalen Spazierengehen, dass ich eben bewusst in einer Gemeinschaft laufe und auch bewusst mit einem geistlichen Anliegen laufe. Also dass ich immer wieder auch mir Stationen suche, wo ich zur Stille komme, zur Ruhe komme, in die Stille gehe, ins Gebet gehe. Wir hatten heute wunderbare Begleitung durch Musik. Wir durften selber Glocken läuten und haben dadurch einfach immer wieder auch Momente gehabt, in denen das, was uns bewegt hat und in Bewegung gebracht hat, auch zu Gott hin bewegt werden konnte.